Hallo ihr zu Hause, herzlich willkommen in Benjamins Kochecke. Heute ist wieder Lucy bei mir. Und Birgit. Ja. Ja, was wollen wir heute machen? Ich weiß, die heißen Katzenleckerlis und ich habe sie probiert. Ich finde, die schmecken echt genial. Hast du sie auch schon probiert? Ja, ich habe sie auch schon probiert. Ja, okay. Ja. Dann erzähl mal, was kommt alles in den Teig? Ja, also wir haben hier einmal Maisgrieß, dann haben wir Parmesan, Naturjoghurt und dann hier noch so harten Käse und dann hier noch Parmesan zum Drüberstreuen. Okay, also wir haben einen Tag schon vorgemacht, aber ich mache jetzt nochmal den Teig, dass man sieht, wie das geht. Also du gibst mir es jetzt einfach mal rein. Hier haben wir 180 Gramm Weizenmehl und dann gibst du mir jetzt einfach mal alles nach der Reihe nach rein, wie du es möchtest. Ja. Den Joghurt würde ich jetzt zum Schluss machen. Okay. Ja? Machen wir mal die trockenen Sachen. Okay, einfach reinwerfen. Und warum nimmt man da jetzt keinen normalen Teig? Du meinst Teig mit Fett, dass das noch reinkommt? Ja, und Zucker und... Genau, also der Käse, der ist recht würzig, deshalb brauchen wir hier kein Salz. Also es wird ein deftiges Leckerli. Und wir nehmen deshalb kein Fett, weil der Hartkäse und der Joghurt, die haben ja auch Fettanteile. Und es knetet sich nachher ganz klasse. Genau. Ist okay. Ich mische das jetzt schon mal. So, und jetzt gibst du mir noch den Joghurt dazu. Dann haben wir da eine gute Mischung. Und da darf man ruhig die Finger dazu nehmen. Dann hat man es richtig gut im Gefühl. So, das gibst du alles rein. Das muss man jetzt ein paar Minuten kneten. Und wenn wir dann schönen Teig haben, Luzi, den darfst du mal einfach zeigen. Da drüben in der Schüssel haben wir einen ganz tollen Teig. Noch hier. Schau mal, ja. Da ist er ja fertig, genau. Dann sieht er so aus und dann darf man ausrollen. Ich mache das mal auf die Seite und dann darfst du ausstechen. Hast du das schon öfters gemacht? Ja, zum Beispiel an Weihnachten oder an Ostern. Mhm, genau. So, du kannst es gleich aufs Backpapier legen, am besten. Genau, und der Teig, der muss etwa so 4-5 mm dick ausgerollt sein. Und ihr seht schon, er wird und am Schluss wird es eine schöne Kugel. Ich gehe jetzt sogar hier aufs Brett, dass ich mit beiden Händen hier kneten kann. Und der Trick beim Teigkneten ist so, man knetet so lang, bis die Hände wieder sauber sind. Also wenn sich das alles von der Handoberfläche löst, dann ist der Teig genau richtig. So, die Katzen, die sehen ja echt schon ganz toll aus. Also Luzi, ich würde sagen, du bist treusch und schaut mal her. Die Hände sind jetzt fast sauber und so sieht der Teig ganz gut aus. Der darf jetzt noch etwa eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen und dann ist er soweit, dann können wir wieder weitermachen. Genau. Einfach, dass die Katzen was abkriegen. Es ist kein Salz drin, weil der Käse würzig ist und wie gesagt, das Fett mit dem Joghurt und mit dem Käse. Und wenn wir es dann gebacken haben und dann muss es vor allem abgekühlt sein am nächsten Tag. Ich würde es einfach so ein bisschen, dass die was zu nagen haben, die Katzen. Dann kann man da immer wieder eins oder zwei geben als Belohnung, wenn sie was ganz toll gemacht haben. Und uns schmeckt es auch gut. Genau. Ja, also, wir sagen euch viel Spaß beim Mitkochen und sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.